Parker möchte weitere 2,5 Hektar Boden erschließen. Dazu müssten 500 Ladungen Mutterboden entfernt werden. So spät in der Saison wäre es ein Riesenaufwand für die beiden Baggerfahrer Brennan Ruold und Jean-Michel Mercier. Damit stehe ich total unter Druck. Aber ich bin hier nicht der Boss. Parker trifft die Entscheidungen und wir müssen sie ausführen. Letzten Endes ist das mein Job und wir müssen so viel Gold wie möglich finden. Jeden Tag ändert sich der Plan. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Wir müssen neuen Boden erschließen. Ich kann nur mein Bestes geben. Während Brennan und JM Mutterboden abtragen, begutachtet Parker den Abschnitt der Flugpiste, der bereits leergeräumt ist. What the fuck? Jesus Christ. Parker hat goldhaltigen Kies entdeckt, der nicht verarbeitet wurde. Muss ich alles nachprüfen? Was ist? Ich dachte, ihr wisst, was Schilfgut ist. Aber da liegen überall noch runde Steine. Unglaublich, dass ich das rausfinden muss. Ich war da nicht dran. Mir egal, du bist verantwortlich. Da war's Mitch. Der ist nicht da. Ihr habt was übersehen. Mir egal, wer es war. Das muss verarbeitet werden. Verstehe ich. Aber ich habe hier nicht gebaggert. Ich habe Mutterboden entfernt. Ihr wollt vielleicht nach Hause. Und wer das will, der kann sofort abhauen. Aber in dieser Saison können wir uns keine Schlamperei erlauben. Wir machen das jetzt seit 8 Jahren. Ich sollte echt nicht nachprüfen müssen. Kein Grund, sich aufzuführen. Ich hab die Nase voll. Ich packe mein Zeug. Ist mir scheißegal. Ich bin stinksauer. Brennan kam vor 5 Jahren ohne Schürferfahrung ins Team. Ich freue mich schon auf Gold in den Rennen. Durch harte Arbeit erwarb er Parkers Vertrauen und stieg zum Co-Vorarbeiter auf. Ich will, dass ihr euch den Posten teilt. Ich gebe alles. Doch nun, am Ende der anstrengenden Saison, liegen die Nerven blank. Howdy. How are you doing? Good, you? I'm all right. I wanted to explain. Ich möchte noch was sagen zu meinem kleinen Ausbruch. Blow up in the cut. I apologize because I shouldn't. Ich entschuldige mich. Echt, seit du hier bist, hast du es weit gebracht und wirklich immer gute Arbeit geleistet. So far and you've been doing a great job. Honestly, you have. Right. Ich weiß, du hast viel um die Ohren. Aber wir müssen Grundsätzliches beachten. Und darum geht's mir. Verstehst du das? Klar. Thank you. Appreciate it. No sweat. Thanks, Brennan. Yeah, no worries. For sure. Thanks a lot. I definitely was taken back a little bit with Parker. Ich war sauer auf Parker. Es freut mich, dass er gekommen ist, um sich zu entschuldigen. I'm happy. Ich will den Boden erschließen und schürfen. Ich will eine erfolgreiche Saison für Parker, sodass er einen neuen Claim für uns kaufen kann. Wir beeilen uns, damit wir im Zeitplan bleiben. Fuck.
Brennan ist auf Permafrostboden gestoßen. Erde und Kies, die seit der letzten Eiszeit noch gefroren sind. Was ich jetzt gar nicht gebrauchen könnte, wäre ein gebrochener Aufreißzahn. Der Sand ist hart wie Granit. Man kommt kaum durch. Das verlangsamt den Dozer erheblich. Mein ganzes Fahrwerk wird hochgehoben. Toller Sound. Dein neues Spielzeug. Irre, dass wir den haben. Im Fahrzeugpark gibt es eine Überraschung. Ein Riesendozer, den Parker für die nächste Saison bestellt hat, ist vorzeitig eingetroffen. Den habe ich aus den Kleinanzeigen. Lustig. Mit allem drum und dran. Ein Riesenschild, Chrom-Carbid beschichtet, also extrem robust. Wo Brennans Dozer einen Meter tief kommt, schafft er zwei. Ich verstehe nichts von Motoren, aber der hier ist enorm. Es ist die größte Maschine, die Parker je besessen hat. Mann, ist der groß. Wahnsinn. Unreal. Nice work. Mit 850 PS ist er um 60% leistungsstärker als Brennans Modell. Und mit 100 Tonnen fast doppelt so schwer. Auch der Schild fast die doppelte Menge. Das Ding ist riesig. Unreal. Krieg ich ihn? Du kannst Hilfe gebrauchen. Beim Aufreißen macht das hohe Gewicht echt was aus. Irre. Viel Spaß. Das ist die Lösung. Er versetzt Berge. Ein ganz anderes Kaliber. So einen habe ich erst einmal in meinem Leben gefahren. Genau jetzt, wo wir ihn brauchen. Ich werfe ihn an. Damit geht's. Das Ding ist super. Damit reiße ich Riesenbrocken raus im Vergleich zu vorher. Unglaubliche Trümmer. Das ist die Lösung für den gefrorenen Boden. Ja, ich sehe es. Ein Monster. Doppelt so schnell und viel effizienter. Das ergibt mehr Gold in den Rinnen. Total schön.